Im Newsroom der Neuen Westfälischen fand am Mittwochmorgen das Election Breakfast zur US-Wahl statt. Vertreter der ostwestfälischen Wirtschaft und Politik folgten der Einladung von Chefredakteur Thomas Seim. Wir haben hier uns wiederholt, zum wiederholten Mal versammelt mit Gästen aus der Wirtschaft, einfach um zu diskutieren, wie ist die aktuelle Lage nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Das letzte Mal war vor 8 Jahren. Da erinnere ich mich, da haben wir hier zusammengestanden und ich habe in völlig entgleiste Gesichter geguckt, dass der Überraschungssieger Donald Trump aus den Wahlen hervorgegangen ist. Und es gab lange Diskussionen darüber, was das nun bedeutet für die Wirtschaft. Jetzt kommen alle mit Sicherheit, dass Trump gewählt worden ist in diese Runde. Wahrscheinlich wie alle bedrückt mich das extrem. Nicht nur, weil die Frau als Frau nicht gewonnen hat, sondern weil wir alle wissen, was wir mehr oder weniger zu erwarten haben und dass es auch viel Unerwartbares geben wird mit Donald Trump. Ich wollte auch, dass Harris gewinnt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, als jemand aus Nordrhein-Westfalen, wie so jemand gewinnen kann. Aber die Wahlentscheidung fällt nicht in Bielefeld, sondern eben in Boston, in Texas, in Michigan, in Kalifornien. Amerika hat wirtschaftliche Probleme. In Amerika gibt es Probleme mit Zuwanderung, die sind noch andere als bei uns. Darauf will ich nicht eingehen. Aber mit diesem Mann wird verbunden, dass er diese Probleme löst. Deshalb finde ich dieses Ergebnis überhaupt nicht überraschend, wie das jetzt ausgegangen ist, weil das meiner Ansicht nach aufgrund der Enge der Umfragen vorhersehbar war, dass es so kommt. Neben der Diskussionsrunde vor Ort gab es auch Zuschaltungen. Rieke Havertz gab dabei einen Einblick in die politischen Auswirkungen. Ich glaube, wir müssten uns darauf einstellen, dass es deutlich erratischer wird, dass Donald Trump Europa deutlich mehr unter Druck setzen wird, was zum Beispiel eigene sicherheitspolitische Verantwortung angeht. Und dann ist natürlich noch die große Frage, wie würden sich die Wirtschaftsbeziehungen entwickeln, weil Donald Trump angekündigt hat, im Grunde auf alle Importe in die USA Zölle legen zu wollen. Eine wirtschaftliche Einordnung zu dem Wahlergebnis gab Christian Nolting von der Deutschen Bank. Erstmal ist das kurzfristig sehr positiv für die Märkte, weil die Märkte lieben niedrige Steuern. Das ist positiv für die Unternehmen. Und die globalen Unternehmen sind sehr stark mit den US-Märkten korreliert. Da sehen Sie auch dieses Jahr im DAX, der immerhin 15% im Plus ist, obwohl man vielleicht sagt, die deutsche Wirtschaft ist gar nicht so stark. Niedrige Steuern in den USA ist positiv erstmal kurzfristig für die Aktienmärkte, für globale Unternehmen, ist positiv für US-Märkte. Etwas weniger positiv für europäische Märkte, muss ich fairerweise sagen. Und je kleiner die Unternehmen, desto negativer wahrscheinlich. Die Stimmung war gedrückt, aber nicht so sehr, weil man überrascht war. In Wahrheit waren, obwohl viele Harris-Anhänger bei uns waren, die meisten schon auf dem Trip, dass es zu einem Sieg von Donald Trump kommen würde. Mit Sorge blicken jetzt gerade die Manager darauf, dass dieses Ergebnis America First bedeutet und auch dann Auswirkungen, auch negative Art, auf deutsche Wirtschaft hat, wenn man nicht selber unmittelbar involviert ist in Amerika. Aber auch dann, wenn man involviert ist, fürchtet man negative Auswirkungen. Neue Westfälische. Weil wir hier zu Hause sind.